Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Construction Simulator ist heute wieder im Programm. Ja, Strand ist endlich fertig. Jetzt geht's zum neuen Projekt. Wir gehen an etwas Größeres, eine Verkehrsbrücke. Und ja, am Depotpark habe ich ein bisschen erweitert und ja, wir haben jetzt Deep Money auf der Tasche. Wem das gefällt, hier Abo, liken, kommentieren natürlich. Wir springen sofort rein. Los geht's! So, meine Freunde. MGS Bau ist wieder am Start. Ja, hab die Baumaschinen mal zurückgeräumt in unseren Fuhrpark. Da hinten stehen sie. Jetzt haben wir natürlich auch ordentlich Kohle verdient. Ja. In der letzten Folge, Folge 25, haben wir ja das Strandprojekt abgeschlossen. Da gab es richtig Tatas für. So, ich wollte jetzt mal schauen, was wir uns Sinnvolles dafür zulegen. Weil wir werden auf jeden Fall jetzt mal noch Baumaschinen dazu holen. Wir gehen aber mal kurz auf den nächsten Job. Wir machen hier weiter für die Tourismusgeschichte. Da kommt jetzt nämlich ein interessantes Projekt, und zwar eine Brücke. Also das ist mal was richtig Großes. Da freue ich mich schon. Geschätzter Gewinn 1,4 Millionen. Also das wird super. Ja, und da haben wir so einige Sachen. Wir müssen natürlich Bohrungen machen. Wir müssen gucken, dass wir so wenig Maschinen in Zukunft leihen, wie geht. Das Ding müssen wir natürlich leihen, der ist richtig teuer. Materiallieferung können wir mit unserem LKW machen, also ihr könnt da immer vorher gucken hier, was ihr so braucht. Hier haben wir eine Betonpumpe, haben wir auch schon mal gehabt. Und wieder den Mobilkran, ne? Kranarbeiten, das ist alles Mobilkranarbeit. Da gibt es dann wahlweise zwei Stück, ich glaube diesmal werden wir den großen mieten. Vielleicht hat der noch ein bisschen mehr Reichweite. Schauen wir uns auf jeden Fall an. Ja, und zu guter Letzt haben wir dann noch Straßenbau. Ne? Dann müssen wir noch eine Teerschicht auftragen und hier Walze und Schwarzdeckenfertiger brauchen wir dazu. Okay. Ja, jetzt habe ich mir natürlich auch schon mal Baumaschinen so ein bisschen angeguckt, die Preise. Und am sinnvollsten wäre für die Geschichte hier eigentlich, weil wir... So ein Schwarzdeckenfertiger zum Beispiel, der kostet 300.000. Also das ist richtig teuer, das Ding. Und ja gut, wir nehmen jetzt erstmal den Auftrag hier an. Also, neues Projekt, Brücke, Verkehrsbrücke, Neubaugebiet. Ich bin echt gespannt. Ne? Über das Wasser rüber hier, sehr interessant. So. Karte. Wir gehen jetzt erstmal zum Maschinenverleih. Noch eine Schnellreise dahin. Und ich habe mir überlegt, wir werden jetzt uns auf jeden Fall einen eigenen Betonmischer zulegen und eine Betonpumpe. Ja, die werden wir immer wieder brauchen, die Dinger. Und die sind vom Preis her für uns auf jeden Fall gerade noch vertretbar. Eine Walze haben wir schon für die Asphaltarbeiten nachher. Also das ist schon mal eine ganz coole Geschichte. So, Betonmischer habe ich mir gedacht, nehme den, der passt zu dem anderen LKW. Gleiche Dekor im Fuhrpark. 128.250. Ist schon ordentlich, aber muss ja sein. Ne? Also dadurch steigern wir ja im Endeffekt unser Gewinn. Alles, was wir nicht mieten müssen, ist nachher Cash in the Tash. So, Betonpumpe gibt es glaube ich von Cat nicht. Nein, gehen wir mal weiter. Ist das auch noch Cat? Nein, das ist Dozan. Die ist glaube ich neu dazugekommen, oder? Das ist irgendwie. Wir haben natürlich jetzt auch DLCs und Season Pass schon am Start, ne? Habe ich mir jetzt noch nicht gekauft. Schauen wir mal, später irgendwann. So, ja, die Dinger sind noch zu teuer, ne? Eine halbe Million. Das ist schon ordentlich. Warte mal, das ist der große. Der kleine kostet 317.000. Wäre natürlich auch eine Sache, ne? 317.000. Dann haben wir immer noch Cash über. Wir dürfen nicht zu wenig über haben, weil manche Maschinen kosten echt Geld in der Miete.
Und wir werden wahrscheinlich auch hier Transportmaschinen noch brauchen und und. Nee, der Plan bleibt, wir holen die Betonpumpe noch dazu, die kostet nochmal 220.000. Ja, und wird wahrscheinlich auch sehr oft eingesetzt. Kaufen. 550 haben wir noch über. Tausend in Materialbewegung. Da würde ich aber vielleicht eher diesen hier nehmen. 85.000 kostet der. Was kostet eine Zugmaschine? Auch 83.000. Also sogar 160, 170.000. Was kostet der Kenwood? Auch 83, also da tut sich auch nicht viel. Caterpillar haben wir keine Zugmaschine, ne? Wäre ja zu schön. Ne, leider nicht. Oh, einen schönen Pickup haben wir ja auch noch. Auch 83.000. Ne, ne, das sind alles Ausgaben, die brauchen wir jetzt noch nicht. Ja, dann bleibt ja eigentlich nur. Also ich würde da fast den Mac nehmen. Passt ja auch zum Fuhrpark, ne? In den LKW sind auch alle vom Mack. Ach ne, die anderen, die zwei gelben sind vom Cat und zwei vom Mack hätten wir dann, die Betonpumpe. Ja, das nehmen wir noch mit. Und den Multi-Auflieger würde ich nehmen. Bleiben noch 390.000 über. Genial. Ja. Wollen wir mal gucken, wie wir den neuen Fuhrpark dann auch nach Hause bekommen. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt alle hier stehen, die Sachen. Ja, natürlich stehen die alle hier. Mal schauen. Erstmal den Mischer nach Hause. Obwohl wir den hier eigentlich schon ins Kieswerk parken können. Fangen wir die Geschichte mal ganz geschickt an. Einsteigen. Weiß gar nicht, ob wir den für diese Aufgabe jetzt brauchen. Unseren kleinen Transporter auf jeden Fall. Fragt sich nur, wo ist der Anhänger? Mal gucken. Oh, genial, wir haben. Ah, da steht er doch. Wir haben schon mal jetzt einen richtigen Fuhrpark, Leute. Also, das freut mich sehr. Oh, mit Joystick noch ein bisschen mehr Feingefühl drin. Einfach schon mal zur Baustelle. Weiß gar nicht, wo die neue Baustelle ist. Was sind unsere neue Baustelle? Da ist die neue Baustelle. Wollen wir uns auch mal kurz das Gelände da anschauen? Oh ja. Ja, coole Sache. Hier ist schon so ein Grundfundament, so wie es ausschaut. Ich fahre den LKW aber mal an der Seite. Stellen wir jetzt einfach mal hier ins Eck. So, als wäre das hier auch Teil der Baustelle. Ja, nehmen wir uns das mal näher angucken. We make dreams come true. Gibt's auch bestimmt wieder so ein Sammelobjekt irgendwo.
So, das ist tief. Wenn wir da runter gehen, auf den Namen anschauen. Das sieht gut aus. Oder? Sieht ein bisschen buggy aus, ne? Hier durch die Landschaft läuft. Ah, cool. Hier ist schon die ersten vorbereiteten Teile liegen hier. Und da ist unsere Auftraggeberin. Auf geht's. Quatschen wir mal eine Runde mit ihr. Ich habe seit langer Zeit einen abgeschiedenen Teil der Stadt im Auge, der sich bestens für eine Feriensiedlung eignen würde. Er liegt fernab der lauten und stickigen Innenstadt, mit perfektem Blick auf das Meer zur einen und einer traumhaften Aussicht auf die Skyline der Stadt zur anderen Seite. Wir wollen natürlich mit perfekter Lage und auch guter Erreichbarkeit glänzen. Von daher ist es unerlässlich, eine direkte und sichere Verkehrsanbindung über das Wasser hin zur Feriensiedlung zu errichten. Und da kommst du ins Spiel. Ja, da freut sie sich. Bohrungen durchführen, Baumaterial liefern, Palette Betonschalung, Palette Holz, Bewehrungsgitter und. Auf geht's, meine Freunde. Wir müssen dennoch. Die Betonpumpe noch eben abholen. Die parken wir auch schon mal gleich hier. Schon mal am Start dann hier, ne? So, wollen wir noch mal gucken. Haben wir da jetzt noch was stehen? Den Anhänger haben wir, die Betonpumpe, den Mischer. Nö. Dann können wir jetzt den Bohrer leihen. Hatte ich auch noch nie. Bin ich sehr gespannt. Wow, das ist ja mal, boah, das ist ja mal eine Riesenmaschine. Wieso sind diese Arme total ausgeklappt schon? Boah, das ist ja Wahnsinn, dass dieser Bagger überhaupt stehen bleibt mit so einem Riesen. Da muss ich jetzt erstmal auf die andere Straßenseite gehen, weil sonst können wir den gar nicht komplett erfassen hier mit der Kamera. Ja, ruf mich doch an. Ja, Leute, what the hell is this? Was ein Bohrer. Ja. Bringen wir 7 auf der Baustelle, da ist nicht so viel Verkehr. Runter. Sehr interessant. Was ein Riesenfahrzeug. Dann schauen wir mal, wie wir das Ding in Position bringen da unten. Ne? Wieder rüberfahren müssen. Ich glaube nicht,
dass wir hier irgendwo runterkommen. Oder hier vorne rechts aus dem Steig. Nee, da war ich nicht. Wir fahren bestimmt die Straße runter und dann unterm Ufer wieder zurück. Schauen das ganze Geschoss hier. Das haben sie eigentlich auch ganz nett gemacht, muss ich sagen. Ha. Null Übersicht als Fahrer. Kommen wir auf jeden Fall zur Baustelle. Wahnsinn. Frage ist jetzt, brauche ich die mit dem Bohrer da? Wahrscheinlich, ne? Und sind die Senkkästen, die da rein müssen, dann bin ich sehr gespannt jetzt. Okay, jetzt können wir das nicht mehr bewegen so richtig. Okay, wir müssen uns schon richtig in Position stellen vorher. Also, passiert jetzt erstmal nichts. Hier fährt der Bohrer runter. Okay. Baumaterial liefern, Bohrungen durchführen. Es ist die Frage, brauche ich den Kran jetzt schon? Wollen wir mal kurz in die Jobs gehen. Anscheinend nicht.
Okay. Dann werde ich jetzt mal über. Oh, müsste passen, ne? Da muss ich erst. Interessant. Oh, da muss ich erst den mit dem grünen Ring nehmen. Muss erst den mit dem Ring nehmen, ne? So war das. Wahnsinn, dass der diesen. Oh, nicht so weit. Diesen Arm auch nach vorne bewegen kann. Ohne dass der kippt. Das ist ja ein Riesenhebel, das Ding. Interessante Baumaschine. So, ich glaube, wir brauchen den zuerst. Oh, jetzt wird es aber rasend dunkel hier auf einmal. So. Und jetzt mit dem Bohrer da rein, ne? Ja, oben Bohrdurchführung. Fahren wir wieder hoch hier. Brauchen wir jetzt immer. Ich bin doch mit dem Bohrer gar nicht da drüber, oder? So. Ah. Jetzt gehen wir in den Bohrmodus. Ja, nun. Irgendwas fehlt mir da noch. Mal schauen. Lässt sich auf jeden Fall noch dieses Mittelstück. Wo der Bohrer jetzt oben ansetzt, lässt sich auch senken. Ich doch einmal in die Steuerung gehen. Ja, wer lange sucht, der findet. Druck.
Vordruck heben und senken. Da muss ich die Tasten verstellen. Hat auf meiner diesen Slider hat das nicht funktioniert. So. Okay, er dreht sich schon mal automatisch. Jetzt. Wir haben noch nur zwei. Ab. Muss ich die Erde abmachen? Ich weiß es nicht. Er will das nicht senken. Hoch geht, aber runter nicht. Okay, Bohren ist anscheinend nicht so einfach. Können wir das irgendwie abschlagen? Die Erde? Der Bohrturm lässt sich nicht senken. Ich kann ihn nur hochziehen, aber nicht runterdrücken. What the hell? Die Erde nicht abschütteln. Ach, muss ich jetzt noch mal in die Einstellung gucken oder was hier? Fährt doch den Arm wieder nicht runter. Gehen wir halt nochmal in die Einstellungen. Da muss ja irgendwas geben, wie ich die Erde wieder losbekomme. Hier, das war Heben und Senken. Das habe ich hier jetzt auf Hoch und Runter gestellt. Bohrschnecke senken. Da steht nichts von Kette ausfahren und so, das ist alles. Ein Rätsel.
Zumal es sich auch nicht mehr bewegen lässt jetzt. Sich jetzt also kriegt den ja auch gar nicht mehr da. Aha, jetzt ist die Erde weg. Man kann das ja nicht jedes Mal zurücksetzen, oder? Soll das der Sinn sein? Kann ich mir kaum vorstellen. Ja, so lässt sich wieder alles bewegen. Mal schauen, ob wir jetzt ein Stückchen tiefer kommen. Okay, das ging jetzt wie Butter. Jetzt müssen wir den zweiten verbinden. Okay, einfach mal zurücksetzen, wenn irgendwas spinnt. Da muss ich jetzt kurz den Modus zurücksetzen. Und dann können wir nämlich hier diesen kleinen Kran verwenden. Ja, das ist ja cool gemacht hier, also wirklich. So. Ja, nein. Das wollte ich jetzt nicht. Aber ich glaube, das erste Bohrloch ist damit fertig, ne? Ne, müssen wir noch ein bisschen bohren, müssen wir noch. Fahren wir doch mal ran. Das war dann doch der falsche Knopf. So, nochmal verbinden. Ja, aber das ist doch nicht komplett so, oder? So, jetzt kann ich wieder auch nur rausziehen. Muss ich jetzt echt einmal wieder. Nee. So, ich muss wieder einmal zurückgesetzt hier. Und wieder nichts ging. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen tiefer bohren.
noch tiefer. Tatsächlich. Irgendwie muss auch möglich sein, die blöde Erde abzuschütteln, ne? Schon wieder zurücksetzen. Ach, der hat gar keinen. Der hat gar keinen Bohrmodus mehr jetzt. Moment. Ja, wie schüttel ich die Erde? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Aber so funktioniert es definitiv nicht. Ich kann nicht jedes Mal hier einmal zurücksetzen, oder? Kette ein Ausfahren. Steht auch nichts. Ah, jetzt passiert was. Ach Gott. Was sind denn da jetzt überhaupt noch bohren? Was ist denn das letzte Symbol? Noch mal in den Job rein. Ja, ich war da noch nicht. Also das war vom Druck her, sah das noch nicht so aus, als wäre das richtig. Also dieser Streifen ist noch nicht voll. So, jetzt testen wir das noch mal, ob es jetzt geht hier. Verdammte Hacke und noch eins. Naja, wird da stehen, ne?
runter will er wieder nicht. Ach Gott, ey. Ah, jetzt. Oh, 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 oh. Das war nicht so gut. Habe ich den Winkel verändert. Ja, sehr schön haben wir das gemacht. Aha. Interessant. Einmal ganz einfahren. Mann, 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 das ist also Wissenschaft für sich hier mit dieser Bohrmaschine. Oh, 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 nein, das wollte ich nicht. Fahrmodi ändern. Noch tiefer mit dem. So ist perfekt. Machen wir ein Stückchen vor. Okay. Passiert auch nichts, ne? 75%. Ne, mehr passiert auch nicht mehr. Ich meine auch, wir hätten genug gebohrt, also. Gar nicht mehr auf. Okay. Warum hat man jetzt weiter bohrt? So. Gut. Ich werde mich erstmal dem zweiten Loch widmen. Weil Rohr setzen und bohren ist ja von der Sache her schon fertig. Er will ja irgendwas anderes, will er ja da, ne? Die letzte Geschichte kann ich auch nicht wirklich erkennen, was das für ein Symbol sein soll.
Das haben wir soweit gemacht. Fahren jetzt erstmal in das zweite Loch und da schon mal weiter. Meilenstein, jetzt sehr schön. Let's go, let's go. Das schon fast perfekt, ne? So, jetzt wissen wir, wie es geht. Ich hoffe, dass ich jetzt hier ein bisschen fixer bin. Das Startrohr. Zack. So, den Kran ziehen wir wieder ganz nach oben. So. Schön hoch auf jeden Fall. So, und Modus wechseln. Und mal schauen, dass wir das. Okay, das sieht ja schon mal sehr gut aus. Abgefahren beim Hin- und Herbewegen. Ah ja. Aber die Schnecke ein bisschen hin und her rotieren. Ja, dann den Bogen raus, würde ich sagen. Die Erde gar nicht ab. Was ist denn jetzt hier? Jetzt will die Erde nie abfallen. God damn. Wir müssen jetzt eh erstmal hochziehen, weil wir müssen ja einmal den Fahrmodi wechseln. Wir brauchen den Kran nochmal. Für das zweite Röhrchen. Ach, jetzt muss ich
leider den Arm ein Stück zurück machen. Das ist doof. Jetzt war der da so perfekt eingestellt. Haben wir dran, Fahrmodi wechseln. So. Jetzt nächste Bohrung. Da ist bei 75 Feierabend. Kommt da auch nicht raus. Ich teste das nochmal. Nee. Gut. So, rausziehen. Ja, mehr passiert da nicht. Kümmere ich mich jetzt erstmal kurz um den anderen Kram, der hier noch zu dieser Aufgabe gehört, Bewegungsfeature etc. pp. Den bringe ich schon mal wieder zurück. Wenn wir ihn nochmal brauchen, können wir ihn ja wiederholen. Aber es kostet ein Schweinegeld, das Ding. Nein, nicht einsteigen. So, wieder abgegeben. Wunderbar, wir springen zurück zur Baustelle. Wenn euch das gefallen hat, lasst ein Abo da, kommentiert, liked und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ciao.